Viele Menschen haben Berührungsängste, wenn es ums Thema Elektromobilität geht. Gerade dann, wenn es um große Strecken geht. Wie ist die Reichweite der einzelnen Elektrofahrzeuge? Wie ist die Ladeinfrastruktur? Und da hat sich eine Firma sehr viele Gedanken gemacht. Wenn euch das alles interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal Elektrocamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Ich habe heute einen Gast, virtuell einen Gast, und zwar den Achim von der Firma Leitstern Elektrocamper. Er macht sich nicht nur Gedanken darüber, wie man die Elektromobilität den Menschen näher bringt in Bezug auf Fahrzeuge, sondern ihnen auch die Ängste nehmen kann, Reichweitenängste, Ladeinfrastrukturängste und so weiter. Und deswegen hat er ein Unternehmen gegründet, wo er nicht nur Fahrzeuge ausleiht und sagt, macht mal, sondern ganze Reisen vorschlägt, vorkonzipiert und so weiter, um einfach mehr Sicherheit zu geben für Leute, die noch niemals elektrotechnisch unterwegs waren. Gerade in Bezug Urlaub und Camping macht es in meinen Augen extrem viel Sinn. Aber wir reden jetzt nicht lang rum, sondern holen den Achim einfach dazu. So, und hier haben wir jetzt den Achim von Leitstern Elektrocamper. Hi Achim, grüß dich. Hallo Stefan, grüß dich. Hi, so, wir haben ja in letzter Zeit ab und zu mal telefoniert, beziehungsweise auch geschrieben und haben gesagt, dass wir heute mal miteinander reden. Und mich interessiert natürlich brennend, was hinter Leitstern Elektrocamper, also Elektrocamper ist ja vom Namensgebung sogar relativ ähnlich wie mein YouTube-Kanal Elektrocamping. Und darum denke ich schon, dass es da viele Parallelen gibt. Und deswegen würde mich das wahnsinnig interessieren, was hinter Leitstern steht. Möchtest du mal drüber was erzählen? Ja, gerne. Also der Name ist tatsächlich wie Deutsch Leitstern gedacht, also vorausgehen, ne, so ein bisschen die Richtung weisen. Die merkwürdige Schreibweise, die hat markenrechtliche Gründe, weil ich dann festgestellt habe beim Anmelden der Marke, dass es einen Leitstern auf Deutsch als Biermarke schon gibt und da wollte ich jetzt ein bisschen aus dem Weg gehen. Dann habe ich es halt so gemischt. Ansonsten ist es so, dass ja, Leitstern ist wahrscheinlich das Ergebnis von einer schweren Krankheit und vielleicht sogar einer leichten Midlife-Crisis, die ich hatte. Okay. Aber anstatt dass ich mir dann das sprichwörtliche Motorrad gekauft habe, mir eine jüngere Frau genommen habe, habe ich einfach noch ein zweites Mal gegründet. Die Idee dahinter war, die beiden Themen zusammenzubringen, die mir wirklich am Herzen liegen, nämlich das ist E-Mobility und Camping. Mit Elektroautos beschäftige ich mich, seit Tesla den Original Roadster vorgestellt hat. Und campen war ich schon als Kind früher, also so als Teenager mit den Kumpels mit Fahrrad und Zelt zum Bodensee und solche Geschichten. Ja, und später dann mit den Eltern im Wohnmobil durch Europa, damals noch so ganz klassisch im Alkoven-Wohnmobil. Ich habe mir dann zu den beiden Themen immer mal wieder separat überlegt, wie man da draußen Business machen könnte. Und zwar eins, das dann eben nicht nur ein weiteres MeToo-Produkt ist, aber auf die Idee, voll elektrische Campervans zu vermieten und weil es das eben aktuell noch nicht wirklich gibt, die dann auch selbst zu entwickeln. Da bin ich eben erst in dieser persönlichen Ausnahmesituation drauf gekommen. Okay, also muss ich ja sagen, ähnlich bin ich dazu gekommen. Du wirst das ein oder andere Video bestimmt bei mir auf dem Kanal schon gesehen haben. Also ähnlich ist es ja bei mir. Ich war früher mit den Eltern war ich eigentlich wenig campen. Ich habe angefangen so mit 14, 15 erst bei den Eltern im Garten mit den Kumpels. Dann natürlich auch irgendwann raus, wenn man so 17, 18 ist und dann auch mal weiter weg von daheim. Irgendwann dann Richtung Italien runter oder wie bei dir auch bei den Seen und so weiter. Also mit der Elektromobilität kam bei mir so auch so um die 2015 und dann 2017 verstärkt, wo dann auch immer mehr Vans, wie jetzt zum Beispiel der ID.Buzz von Volkswagen und so weiter vorgestellt wurde. Und da bin ich auch immer weiter hingekommen. Man muss doch die Elektromobilität mit dem Camping irgendwo verbinden können und das macht im Moment kein Hersteller. Und darum bin ich wirklich froh, wenn das so, ich sag mal, Drittanbieter wie du machen, dass ihr sagt, ihr schaut euch die Branche, die Elektromobilitätsbranche an, schaut euch die Vans an, schaut euch die Themen an, was kann man hernehmen, was ist geeignet und wie kann ich dann meine 5 Cent, wie es so schön heißt, dazugeben, dass man sagt, da können dann Leute finden sich wieder und können damit dann einen schönen Campingurlaub verbringen. Aber Ja. meine Frage, Achim, was ist denn eure Philosophie dann da dahinter? Ja, also wir sehen das Camping definitiv in Zukunft elektrisch. Das ist ja wie bei dir auch.
und im Grunde eigentlich jede Form von individueller Mobilität. Es ist ja aber so, dass viele Leute immer noch alle möglichen Vorbehalte gegen Elektroautos haben. Deshalb haben wir auch auf unserer Webseite massig Infos und Videos, damit solche Bedenken möglichst im Vorfeld halt schon aus dem Weg geräumt werden. Und wir nehmen uns dann natürlich auch die Zeit, um alle Fragen zu beantworten, wenn die Leute Fragen haben. Und am Ende gibt es dann eigentlich keine bessere Gelegenheit, als ein Elektroauto mal ganz entspannt im Urlaub zu testen, ne? Also wenn man es nicht eilig hat und wenn das Auto ohnehin nur gemietet ist, falls es gar nichts ist, Ja, gibt man es wieder zurück. Ja, das dann ist auch richtig, nicht. ja. Ja. Ja, und was die Nachhaltigkeitsgeschichte angeht, da ist Camping an sich ja schon eigentlich eine ziemlich umweltfreundliche Art zu reisen. Auf jeden Fall besser als eine Flugreise ans andere Ende der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Oder eine Schiffsreise noch schlimmer, ne? Ja. Trotzdem ist da sicherlich noch massig Luft nach oben. Also das fängt ja schon damit an, dass man halt als klassischer Camper irgendwie ziemlich viele Kilometer abspult. Und wenn man da so Insta und so weiter anschaut, dann bekommst du ja auch irgendwie den Eindruck, dass du erst dann so richtig gereist bist, wenn du in den 3 Wochen Bodensee, Nordkap und zurück abgeritten hast. Und also ich habe das Gefühl, dass das immer absurdere Züge annimmt teilweise. Und wenn man dann noch in so einem Fahrzeug unterwegs ist, das total autark ist, dann führt das halt im schlechtesten Fall auch dazu, dass man alles von zu Hause mitbringt, in dem Land, in dem man unterwegs ist, nur nimmt und überhaupt nichts gibt, mal abgesehen vielleicht von Abfall und Kackhaufen oder sowas. Genau. Auch nicht der Sinn der Sache. Nee, aber von daher versuchen wir nicht einfach nur den Status quo zu nehmen und den auf Elektro zu übersetzen, sondern wir plädieren auch für eine Rückbesinnung auf das, was Camping eigentlich mal ausgemacht hat. Also nach dem Motto, der Weg ist das Ziel und das Land, durch das man fährt, mal ganz bewusst ohne Hektik erfahren. Ne? Also richtig, ne? Nicht einfach nur durchfahren, sondern erfahren. Und auch mal mit den Leuten dort in Kontakt kommen, mal lokal einkaufen, essen, einfach mal 1, 2 Stündchen irgendwo stehen bleiben und auch mal gar nichts tun, einfach nur den Moment irgendwie sich genießen. Ne? Das ist ja auch sowas. Aber das sind halt die Fahrzeuge, die immer mehr wie rollende Apartments sind, unserer Ansicht nach das genaue Gegenteil von. Also was mich wirklich erschüttert hat, ist, dass sich da von Herstellerseite aus in den letzten 20 Jahren, also seit ich mit meinen Eltern unterwegs war, im Prinzip so gut wie gar nichts weiterentwickelt hat. Du kannst jetzt zwar deinen Kaffee-Vollautomaten mit ins Wohnmobil nehmen und du hast eine Satellitenschüssel auf dem Dach und am besten noch einen 5G-Hotspot, damit du auch unterwegs noch Netflix gucken kannst, aber von diesem ursprünglichen freien Lebensgefühl führt das doch irgendwie immer weiter weg, oder nicht? Ja. Und also eine Freundin von uns, die fährt mit ihrer Familie seit jeher im großen Familienzelt campen, ne? Und die wird auch immer wieder gefragt, ob ihr das in ihrem Alter nicht ein bisschen zu rustikal ist. Und die sagt dann immer, Luxus und Komfort wie ich zu Hause, ne? Und unterwegs und im Urlaub willst du was anderes haben. Das fand ich eigentlich schon immer eine coole Einstellung. Und in der Richtung sind wir eigentlich auch unterwegs. Das ist, also sehe ich ganz genauso. Ich habe ja ein Zweitprojekt nebenbei. Zufälligerweise, jetzt wo wir das Video aufnehmen, startet es morgen. Wenn ich das Video live stelle, dann ist das schon in der Vergangenheit. Ich habe zum Beispiel heute auch ein T-Shirt an. Ich begebe mich ja morgen auf eine Reise von Franken an die Ostsee mit einem Fahrradwohnwagen. Also das ist viel rustikaler, geht es nicht mehr. Ich sitze auf dem Fahrrad 8 Tage lang und tritt da hoch, jeden Tag gute 100 Kilometer und übernachte da Kumpel von mir sagen wir im Sarg, ich hoffe. Aber also es ist wirklich extrem klein, rustikal. Es kommt wahnsinnig auf Gewicht an. Man kann nicht alles mitnehmen. Aber ich sehe das ganz genauso. Wie bin ich dazu gekommen? Umso näher man an der Natur ist, umso weiter man mal sich aus der Komfortzone rausbewegt, desto mehr erlebt man auch mal. Ne? Wenn man immer in seiner Komfortzone eingesperrt bleibt oder nicht rausgeht, dann erlebt man auch nichts. Dann bleibt man da drin und genau. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Man muss mal was Neues wagen. Ich finde auch, die Campingbranche ist sehr weitflächig. Also da gibt es ja auch die Diskussionen. Der unterm freien Himmel schläft, der sagt zum Zelter, zum Zeltcamper schon nicht mehr, das ist kein Camper. Der Zelter sagt zum Luxuswohnmobilbesitzer, das ist kein Camping mehr und so weiter. Da gibt es ja auch immer die Diskussion. Ich sage immer, jeder muss seinen Weg finden, Camping zu genießen. Aber was du gesagt hast, finde ich für total wichtig, dass man, wo man hinfährt, sich aber auch dort auf die Umgebung, auf die Leute, auf die Kultur, auf die Gesellschaft einlassen muss. Nicht hingehen, alles mitnehmen, komplett autark, am besten die Tür vom Wohnmobil nie aufmachen und sich reinhocken, da kann ja auch immer im eigenen Garten campen, ne?
Und deswegen sage ich auch, rausgehen. Und früher war Camping bestimmt mal was, wo man sagt, das machen Leute, den Hotels oder sowas zu teuer sind. Das ist heute eh nicht mehr der Fall. Also Camping kostet Geld, ist auch gut so. Was schön ist, soll auch Geld kosten. Und die Leute sollen ja auch was dran verdienen drumherum. Und dann denke ich mir mal, dann geht auch mal dahin, dann geht da mal essen, erfahrt mal so eine richtig einheimische Gaststätte oder sowas. Und nicht nur auf dem Campingplatz, das schon auf Tourismus ausgelegt ist, bis zum geht nicht mehr. Also ich sehe das exakt wie du und freue mich immer auf jede Campingreise. Und umso weiter vom Standardtourismus entfernt, desto schöner war der Urlaub. Ja, sehe ich genauso wie du, ja. Aber wofür steht Leitstern im Generellen oder wofür steht ihr? Also wir haben primär so zwei Aspekte, auf die wir uns konzentrieren. Das ist zum einen die Nachhaltigkeit und zum anderen ist es aber auch die Wohnqualität. Und bei beiden Punkten sehen wir jede Menge Potenzial. Was die Nachhaltigkeit angeht, so ist uns schon klar, dass bei den großen Herstellern halt ein hoher Konkurrenz- und Preisdruck ist. Und wie es aussieht, bleiben einem dann halt nur die billigen, aber eben nicht unbedingt nachhaltigen Materialien und Methoden, die man dann halt verwenden kann. Ich sehe aber auch seit einigen Jahren Leute im Netz, die echt wunderschöne individuelle Ausbauten machen. Und denen sind wir viel näher als den Mainstream-Herstellern. Was allerdings auch keine Kunst ist, weil unser Output derzeit ein oder zwei Fahrzeuge im Jahr beträgt. Und daran wollen wir eigentlich auch nichts groß ändern. Wenn Okay. wir also jetzt ohnehin eine Manufaktur sind, dann leisten wir uns das einfach, das so zu machen, wie wir es für richtig und für verantwortungsvoll halten. Also wir nehmen zum Beispiel für den Ausbau möglichst nur nachhaltige Materialien, wie zum Beispiel Schafwolle für die Dämmung, nix Armaflex oder sowas. Okay. Die Möbel, die sind aus Birkenholz, weil dieses gewichtsoptimierte Tropenholz, das geht irgendwie für uns gar nicht, egal ob das jetzt angeblich zertifiziert ist oder nicht. Ich habe da immer ehrlich gesagt, wo meine Zweifel. Ja. Dinger sind zu schnell, ne? Also man glaubt immer, was da draufsteht. Ich will es auch niemals unterstellen, aber bei Birke weiß ich sicher. Ja, ich denke, das ist so ähnlich wie das zertifizierte Palmöl. Ob das besser ist als ein Ja. unzertifiziertes Palmöl, lasse ich mal dahingestellt, ne? Genau. Und unsere Polster zum Beispiel, die sind mit einem Stoff aus recyceltem Meeresplastik bezogen. Und ja, auch bei der Ausrüstung versuchen wir einfach immer umweltverträgliche Produkte zu nehmen. Wenn es geht, halt lieber Dinge aus Holz, Metall oder Textil statt aus Kunststoff. Das klappt natürlich nicht immer, aber wir versuchen es jedenfalls. Und wir kaufen lieber hochwertige, also teurere Produkte, wenn die dann dafür aber halt lange halten, weil das ist am Ende ja auch nachhaltiger, als ständig irgendwelches China-Zeugs Auf jeden Fall. nachzukaufen. Ja, und der zweite Ansatz oder der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Wohnlichkeit, weil wenn man sich so anguckt, was es auf dem Van-Markt so gibt, dann ist es ja ganz klassisch entweder California und Co. oder es gibt halt die Modulmöbel. Und beides ist irgendwie immer so aus der Richtung gedacht, dass man ein Fahrzeug im Alltag nutzen kann und im Urlaub dann eben auch noch drin campen kann. Es wird einem aber, glaube ich, relativ schnell klar, dass das dann halt für beide Anwendungsfälle immer ein mehr oder weniger schlechter Kompromiss ist. Das mag ja für den Besitzer von so einem Fahrzeug noch einen Sinn ergeben, weil so kriegt der Van von dem noch einen weiteren Use Case, was ja auch nicht verkehrt ist. Wo wir das aber halt überhaupt nicht sehen, ist in der Vermietung. Das ist halt unser Business. Ich meine, das hast du ja bei deinen früheren Tests auch schon irgendwie festgestellt, dass das immer so ein, ne, mit der Umbauerei ist schon so ein bisschen gebastelt immer Ja, schon, ne? auf jeden Fall. Ja, und die Leute, die mieten sich ja so einen Camper für die paar Wochen, die sie halt im Urlaub fahren wollen. Und irgendein potenzieller Alltagsnutzen interessiert die der ja überhaupt nicht. Also von daher haben wir ganz zu Beginn auch drüber nachgedacht und auch Nachforschungen angestellt. Ich habe mich da mit Leuten getroffen, ob man das Problem nicht mit entsprechend hochwertigen Modulen lösen kann. Aber wir haben halt festgestellt, dass selbst die richtig guten und teuren Module prinzipbedingt das einfach nicht leisten. Also zumindest nicht nach unseren Ansprüchen. Ja. Nee, sehe ich ganz genauso. Ich bin jetzt im Moment noch VW T5-Fahrer. Ich fahre einen Multivan, der ist exakt angepasst an meine Bedürfnisse im Alltag. Ich habe zwei Hunde, die passen da hinten wunderbar rein. Da ist dann auch so ein großes Hundebett, dass die schön Platz haben. Das sind zwei Golden Retriever, also die brauchen ein bisschen Platz. Ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder. Ab und zu nimmst du mal Freunde oder Familie noch mit und der Multivan ist für mich perfekt. Aber eben als Alltagsfahrzeug und nicht als Urlaubscamper. Wenn ich mir jetzt den, wenn wir bei VW klassisch bleiben, beim California mich umschaue, da habe ich vielleicht eine Küche und ein bisschen Frischwasser und
Genau, einen Kühlschrank oder sowas mit drin. Das Problem ist, ich fahre das 365 Tage durch die Gegend, obwohl ich es nur 40 Tage im Jahr brauche, ne? Es ist Gewicht, es ist Platz, den ich nicht anders nutzen kann und so weiter. Deswegen haben wir uns auch nie, obwohl wir schon immer Camper sind, also meine Frau genauso wie ich, haben wir uns dann, sind wir schlussendlich zu Wohnwagen-Camper geworden, weil das für uns noch die beste Alternative ist, dass wir ein Alltagsauto haben. Wir haben immer nur gesagt, wir wollen ein Auto haben in der Familie. Und da hängen wir im Urlaub was dran, auch wenn man dann die Reise dorthin, viele scheuen ja den Wohnwagen, weil man nur 100 fahren darf. Mit so einem Anhänger zu fahren ist nicht, ist das Luxuriöseste, also muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und so weiter, mit dem Rangieren, mit dem Einparken. Es hat seine Hürden. Für uns war das der Kompromiss, weil ein Wohnmobil, wo man sagt, das ist wieder sehr gut auf dem Camping, auf dem Urlaubsbereich ausgelegt, was macht man das ganze Jahr damit? Es steht rum und dafür ist es viel zu teuer, ein Wohnmobil. Ne? Und das stimmt, ja. Und wie setzt denn ihr dann das Ganze um im Detail? Ja, also ich selbst komme aus der Grafik und meine Frau Anne, die kommt aus dem Produktdesign und von daher glauben wir zu wissen, wie man gute Produkte entwickelt und wie eine saubere Dienstleistung aussieht, da drumherum gebaut und auch wie man das dann der Kundschaft kommuniziert. Deshalb haben wir uns, also wie gesagt, Modul war es nicht, haben wir uns zügig entschlossen, einen leeren Kastenwagen zu nehmen und für den ein Konzept von Grund auf zu entwickeln. Und für den ersten Schritt haben wir uns noch eine zweite Produktdesignerin an Bord geholt. Das ist die Desiree Smith. Die hat langjährige Erfahrung in der Reisemobilbranche und die hatte richtig Bock auf unser Projekt. Also haben wir uns als Basisfahrzeug einen Opel Vivaro E in der längsten Version bestellt und Desiree hat dann dafür ein geniales Konzept entwickelt. Und wer sich das mal anschauen möchte, findet das bei uns auf der Webseite als Leitstand Polaris, so mal nebenbei. Werde ich euch da oben mal verlinken, könnt ihr direkt draufklicken und unten in der Videobeschreibung natürlich auch. Wir haben den Opel, den haben wir schon im letzten Mai bestellt, aber dank des Chipmangels ist der Produktionstermin also immer weiter nach hinten gerückt und jetzt hieß es zuletzt wohl Juli oder August 22. Also das ist natürlich nicht so in unserem Sinne und weil wir nicht noch eine Saison verpassen wollten, mussten wir jetzt halt irgendwie reagieren und haben uns deshalb kurzerhand einen jungen, gebrauchten Nissan ENV 200 gekauft. Der ist natürlich viel kleiner als der Vivaro und deshalb mussten wir für den auch nochmal einen komplett neuen Ansatz machen. Und den hat dann Anne gemacht und für dieses kleine Format, der ist gerade mal 2,3 Meter lang innen drin, hat sie einen total coolen Entwurf gemacht. Und dieser Prototyp, der heißt bei uns Leitstand Series, den könnt ihr euch auch da oben angucken. Ja, also wie machen wir es jetzt? Die meisten Ausbauten in der Klasse, die arbeiten ja, wie du gerade gesagt hast, mit einem Bett auf voller Länge und einem seitlichen Möbel mit Küche drin. Und dadurch ist aber das Bett für zwei Personen echt schmal, finde ich. Und wie Stimmt. gesagt, legen wir ja großen Wert auf einen hohen Wohnkomfort. Also ging das für uns so nicht. Zumal wir auch im Polaris dann ein Bett über die gesamte Fahrzeugbreite haben werden. Und im Sirius haben wir jetzt also eine Heckküche, die man hochziehen kann. Das heißt, tagsüber steht die unten und man Okay. kann sie von außen und innen benutzen und drin kann man bequem über Eck auf dem Sofa sitzen. Ach cool. Ja, und nachts wird die Küche dann einfach mit einem Seilzug unter die Decke gezogen und man kann dann da seine Beine drunter ausstrecken. Das heißt, man liegt dann da auch echt zu zweit super bequem auf fast 1,40 Meter Breite und das funktioniert in der Praxis echt gut. Oh, wunderbar. Ja, wir haben also jetzt im letzten Herbst und Winter haben wir den Rohbau für den Sirius in Eigenregie gemacht mit Solar und Lüftungspilz auf dem Dach, diese Schafwolle-Dämmung, Filzen, Elektrik und all diesen Kram. Und jetzt nach dem Jahreswechsel haben wir ihn dann zu unserem Ausbaupartner Stilignum nach Hameln gebracht und die haben dann nach unserem Konzept ganz wunderbar die Möbel eingebaut. Ja, und jetzt ist er auch fertig und kann im Prinzip ab sofort gemietet werden. Okay, wunderbar. Also finde ich super, dass es dann doch so, dass ihr so spontan dann eine andere Lösung gefunden habt, weil eure Ursprungslösung leider nicht geklappt hat. Der Chipmangel, da leiden viele drunter, viele Autohersteller. Um nochmal einen Schlusssatz zum Fahrrad zu sagen. Ich habe letztes Jahr im Juni für meine Frau und für mich ein neues Fahrrad bestellt. Ich hatte wirklich Glück, ich hatte meins 4 Wochen später. Meine Frau hat es im Februar diesen Jahres bekommen. Also 8 Monate etwa drauf gewartet. Das ist eine Wartezeit. Ne? Also betrifft Verrückt. alle. Ja, schlimm. Wird Zeit, dass das auf jeden Fall wieder besser wird. Ja, Aber wie schaut denn allerdings. eure Zukunft dann diesbezüglich aus? Also den Sirius habt ihr jetzt. Der Polaris wird kommen, aber wie schaut das alles zukunftsgerichtet aus?
Ja, also kurzfristig hoffen wir natürlich jetzt mal, dass wir den Vivaro so schnell wie möglich kriegen und aus dem dann den eigentlichen Prototypen, den Polaris, dann bauen können. Und dann haben wir für die nächste Saison zwei Camper, mit denen gehen wir dann einfach mal in die Vermietung. Und je nachdem, wie das dann bei der Kundschaft so ankommt, wollen wir dann in den nächsten Jahren noch ein paar weitere Polarisse bauen. Dann wissen wir ja immerhin schon mal, wie es geht. Mittel- und langfristig sehen wir uns in Zukunft aber definitiv in dezidierten Elektrofahrzeugen. Also nicht so lieblos umgebaute Verbrenner wie der Opel oder auch der Nissan. Da denken wir eher an Canoo oder Arrival oder solche Sachen, die da gerade so am Horizont zu sehen sind. Gerade für Campervans ist ja der Vorteil von denen, also die Raumökonomie, das ist ja ein wesentlicher Aspekt, ne? Da kann man einfach ganz andere Innenraumkonzepte entwickeln. Oder man kann bei gleichem Innenraum ein kompakteres Fahrzeug haben, was auch nicht schlecht ist. Was uns aber was noch wichtiger erscheint, das ist halt so Sachen wie Vehicle to Load und sowas, ne? Also wenn du nämlich dann für die Heizung oder den Herd Zugriff auf die Fahrbatterie hast, dann tun sich einem da ja plötzlich ganz andere Möglichkeiten auf. Ja, dann kannst du auch den ollen Gaskocher einfach mal durch ein Induktionsfeld ersetzen und frieren muss man dann auch nicht mehr, weil man hat dann eine vollwertige elektrische Standheizung, so wie beim Camp Mode im Tesla zum Beispiel. Also da warten wir jetzt noch gespannt drauf, dass so ein Fahrzeug oder diese Fahrzeuge hier bei uns auf den Markt kommen, aber ich denke, das wird dann für uns schon der nächste große Schritt. Aber bis dahin werden wir einfach noch eine Weile mit den Opels arbeiten. Was man vielleicht auch noch machen könnte oder was wir uns überlegen, ist, dass wir die Fahrzeugrotation von 2 oder 3 Jahren auf 1 Jahr verkürzen, falls die Kundschaft uns das Ding im großen Stil aus der Miete rauskaufen will. Das sind aber so Dinge, die lassen wir einfach auf uns zukommen, denn da müssen wir erstmal ein paar Erfahrungen Das sammeln. denke ich auch, Und je nachdem, wie sich das entwickelt, stellen wir uns dann darauf ein. ja. Naja, aber du hast was ganz Wichtiges gesagt mit dem ganzen Thema. Man ist halt, man versucht sich so weit wie möglich von den fossilen Brennstoffen zu lösen. Und auch bei Mitbewerbern von dir, mit denen ich ja auch schon Interviews geführt habe oder die Fahrzeuge getestet haben, alle in den Gaskocher drin. Und wenn man fragt, sagt man, hey, du hast eine riesen Energiebombe da unten im Fahrzeug drin. Warum das Gas? Und jeder sagt die gleiche Antwort, sagt man, an die Herstellerbatterie kommt man nicht ran. Ist nicht nur so, dass die Garantie verloren geht, nein, man macht sich sogar strafbar damit, wenn man dann an die Batterie rangeht, ist im Moment nicht da. Und dieses ganze Thema Vehicle to Load, Vehicle to Home oder Vehicle to Grid macht natürlich extrem viel Sinn im Heimbereich mal mit einer eigenen Photovoltaik, die häuslichen Stromspeicher damit deutlich zu reduzieren oder zu verkleinern und dann natürlich die große Batterie draußen, die man eh vor der Tür stehen hat, mehr zu nutzen. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und wenn man das natürlich als Camper dann auch noch für Heizung und für Kühlschrank und fürs Kochen, was man in der Vergangenheit immer mit Gas gemacht hat, dann ablösen kann, das wäre natürlich eine super Geschichte auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Und ich habe ja schon das ein oder andere gehört, dass ihr mit Partnern arbeitet. Mit welchen Unternehmen arbeitet oder mit welchen Partnern kooperiert ihr denn da mit in euren Projekten? Ja, also aktuell arbeiten wir daran, gemeinsam mit einem von diesen privaten Stellplatzvermittlungsportalen vorgefertigte Routen zu entwickeln, also wo die einzelnen Stops von vornherein feststehen, wo dann eine Lademöglichkeit garantiert zur Verfügung steht. Es wird dir ja sicherlich auch so gehen, wenn du mit Leuten redest, aber die meisten Bedenken und Einwände von den Leuten ist ja immer noch, also solche, die noch nie ein Elektroauto aus der Nähe gesehen haben, ist doch immer, ja, was mache ich denn, wenn ich dann da nicht laden kann? Ne? Also, und das wollen wir halt mit diesen Touren adressieren, weil wenn die Leute dann mal merken, dass man auch außerhalb der Destination laden kann und sie hoffentlich nicht mehr so ängstlich sind, ne, dann trauen sie sich vielleicht auch einfach das nächste Mal einfach mal auf eigene Faust direkt loszuziehen, brauchen dann nicht so eine geführte Tour sozusagen. Langfristig wollen wir uns auch noch mit nachhaltigen Campingplätzen zusammentun. Da gibt es bereits ein paar ganz vielversprechende Plätze hier bei uns in der Region. Die machen sich so richtig bereit für die zukünftige Elektro-Camper-Welle. Die bauen da Wallboxen im großen Stil und die modernisieren ihre Elektrik so, dass man da am Stellplatz mit 3,5 kW laden kann. Also solche Sachen. Wie da jetzt konkret eine Zusammenarbeit aussehen kann, ist noch nicht ganz klar im Detail, aber vielleicht nehmen wir das am Ende auch einfach alles selbst in die Hand. Also das müssen wir danach noch sehen.
Auf jeden Fall, also habe ich mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, auch mal das ganze Thema Campingplätze mit in Betrachtungszeitraum oder Betrachtung zu nehmen. Mache ich ja im Moment auf meinem Kanal auch noch nicht, aber im Hinterkopf schwebt es auch bei mir, dass man sagt, dass das Campen hört ja nicht mit dem eigenen Mobil auf, sondern es gibt eine Vorbereitungszeit mit den ganzen Produkten. Was nimmt man alles mit dabei? Da soll man ja auch schon irgendwo nachhaltig denken und schlussendlich steht man auch irgendwo. Weil das Wildcampen ja nach wie vor nicht so, teilweise nicht so gern gesehen und teilweise verboten ist. Also braucht man einen Campingplatz. Und wenn der natürlich dann umwelttechnisch nicht auf der Höhe ist, dann hat man mit seinem eigenen Elektromobil auch wenig gewonnen. Ne? Also da muss ja irgendwo das Gesamtkonzept stimmen. Und das mit den Routen finde ich übrigens eine super Idee, weil ja, klar hast du recht. Wenn man mit Leuten redet, die Elektromobilität, also in den meisten Köpfen schwebt ja mein Benziner, der fährt unendlich. Aber ein Elektroauto, das geht ja auch mal leer. Dann seid ihr schon klar, dass dein Verbrenner auch mal nachgeladen werden muss. Das geht halt ein wenig schneller und man hat sich daran gewöhnt. Und auch ein Elektroauto, ja, das verbraucht Energie. Man muss Energie wieder zuführen. Das ist aber keine Neuerfindung. Man muss halt einfach mal schauen, welche Reichweiten hat man. Und welche Ladegeschwindigkeiten hat man? Ich sage auch immer zu meinen Leuten oder zu der Community, mir kommt es eigentlich gar nicht so auf die Reichweite an. Ich sage mal, so eine Reichweite von 300 Kilometer, das ist vollkommen in Ordnung. Als Familienvater, als Hundebesitzer und als jemand, der auf keinen Fall gestresst 700 Kilometer am besten mit 200 km/h abreißen will. Also man ist im Urlaub, man ist nicht auf der Flucht. Ne? Also dann alle 300 Kilometer mal anzuhalten, mal eine Kleinigkeit essen, mal einen Kaffee trinken, mal die Hunde rauslassen, mal die Kinder die Beine vertreten lassen. Also da ist eine halbe Stunde so schnell um und jedes moderne Elektroauto hat in einer halben Stunde die Energie von diesen 300 Kilometer auch wieder zu sich wieder aufgenommen und es geht einfach weiter. Also ich sag mal, es ist heutzutage ist die Elektromobilität in der Hinsicht, in meinen Augen, ist es immer Verbesserungsbedarf da, aber es ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren, wo man gesagt hat, Elektromobilität geht gar nicht aufgrund von Reichweite und Ladeinfrastruktur. Also die Ängste, die sind in meinen Augen eh nur noch historisch, kann man noch ausbessern. Aber wenn man dazu beitragen kann, so wie ihr das vorhabt, mit vorgefertigten Routen, wo man sagt, hey, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr kennt euch aus in der Elektromobilität und fahrt mal. Oder wenn ihr erstmal das erste Mal ausprobieren wollt, wir haben da zwei, drei Routen für euch und da garantieren wir, dass ihr da nicht stehen bleibt. Da finde ich eine super Idee, den Leuten die Ängste ein bisschen zu nehmen. Ja, ich denke auch. Also das ist auch tatsächlich in der Diskussion immer so, diese Geschichte mit der Reichweite, das hörst du nur von Leuten, die Verbrenner fahren. Ich kenne eigentlich niemanden, der ein Elektroauto hat, der irgendein Problem mit der Reichweite von seinem Fahrzeug hat. Also das ist irgendwie, man muss es einfach mal probieren und dann stellst du relativ schnell fest, ah, nö, eigentlich, das geht ganz gut. Ne? Also es ist kein so ein Problem. Ich habe auch einen guten Freund, schöne Grüße, er weiß, wer gemeint ist, der auch mal sagt, er geht auf die Elektromobilität, wenn das Auto 700 Kilometer Reichweite hat. Dann sage ich, pass auf, bring mir ein Beispiel, wo du 700 Kilometer am Stück fährst, ohne eh mit dir mal die Beine zu vertreten, ohne mal pinkeln zu gehen oder ohne irgendwas zu tun. Das magst du nicht und schon gar nicht im Alltag. Ich glaube auch gar nicht, dass diese Urlaubsfahrten, wenn du jemanden ansprichst, und sagst, du fährst keine 700 Kilometer am Stück, dann gibt er dir sogar sehr schnell recht. Denen geht es auch um den Alltag. Da sagen sie, naja, ich habe keinen Bock, ewig laden zu gehen. Dann sage ich, na, das ist doch falsch. Du gehst doch heute, haust du dein Auto voll, randvoll mit Benzin. Das muss dann eine Woche oder 2 Wochen, kommt auf dein Fahrverhalten an, reichen. Und nach 2 Wochen fährst du wieder zur Tankstelle. Dieses ganze Prinzip ändert sich doch mit einem Elektroauto. Du fährst heim, wenn es ein eigenes Häusler hast, im besten Fall mit einer Photovoltaik, steckst das an und dein Auto ist einfach immer voll. Du musst nie zum Tanken gehen. Und mit dem ganzen Thema Wohnungen, wenn man irgendwo einen festen Parkplatz hat, da gibt es ganz sicher Optimierungsbedarf in Deutschland. Da muss man mehr auf die Mieter zugehen oder auf die Vermieter zugehen, dass man sagt, man stellt Möglichkeiten zum Laden zur Verfügung. Es muss auch in meinen Augen nicht jedes Elektroauto eine Wallbox haben. Da kann man irgendwo ein bisschen zusammen gehen, dass man sagt, in gewissen Phasen teilt sich drei Elektroautos eine Wallbox oder wie auch immer. Die Arbeitgeber müssen mehr in die Pflicht genommen werden zu dem Thema. Und wenn man das Laden beim Arbeiten, wenn man daheim schläft oder beim Einkaufen einfach mit einfließen lassen kann. Man muss nicht mehr sagen, okay, mein Tank ist leer, ich muss jetzt tanken gehen, sondern im Alltag einfließen lässt. Dann
hat man auch keine Reichweitenangst mehr, weil der Durchschnittsdeutsche unter 50 Kilometer am Tag fährt und da lacht jedes Elektroauto, wenn es noch so klein ist, drüber. Ja, oder halt eben auf dem Stellplatz, auf dem Campingplatz. Ne? Da steht es ja auch rum. Wenn es halt eh rumsteht, dann soll es halt aufladen. Und das ist so die Genau. Idee dahinter. Wird er mehr in die Richtung gehen, der Weg ist das Ziel, dass man nicht sagt, ich reise jetzt 700 Kilometer am Stück ab, dann bin ich endlich am Campingplatz, da verlasse ich dann am besten mein, wie du es gesagt hast, mein Fahrzeug nicht und Hauptsache der Fernseher und die Satellitenschüssel geht. Und ja, das ist eine andere Form vom Urlaub. Man muss schauen, unterwegs kleinere Fahrten zu machen, unterwegs, weil man ist ja das Stück eh gefahren. Warum nicht nach 200, 300 Kilometer schon mal eine Pause machen, eine Übernachtung einplanen? Da hat man den Vormittag mit der Fahrt verbracht, den Nachmittag kann man sich vor Ort was anschauen, dann übernachtet man dort und am nächsten Tag fährt man weiter. Also es gibt so viele schöne Varianten des Urlaubs. Vielleicht führt uns genau da die Elektromobilität auch mal wieder ein wenig auf die schönen Seiten des Campings zurück. Das wäre zu hoffen, ja. Wunderbar. Achim, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Also ich fand die Unterhaltung, das Interview wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Ich würde mir auch gerne mal persönlich euren Prototyp, den Solaris, mal anschauen und dann auf jeden Fall auch dann nächstes Jahr oder hoffentlich noch diesen Jahr den, wie heißt dann erst das Solaris? Nee. Sirius ist der Sirius und Prototyp, der Polaris ist dann Polaris der ist dann zweite. Genau, ich der habe jetzt aus zweite. beiden ein Fahrzeug gemacht. Genau. Also den Sirius ist den es jetzt schon gibt. Den gibt es Den, schon. da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht im Sommer mal einen Termin finden oder jetzt im Frühsommer, genau. Dann vielleicht komme ich mal bei dir vorbei und schaue mir den an. Und nächstes Jahr dann so einen richtig großen, glaube ich schon, dass das eine neue Welle macht. Das machen wir sehr gerne so. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, Achim. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und Ja, wir sehen und hören ebenso. uns. Alles klar, mach's gut. Bis Tschüss. dann. Ciao. So, das war jetzt das Interview mit dem Achim Trumpfeller von der Firma Leitstern. Und was haltet ihr davon? Könnt ihr mir gerne kommentieren? Was haltet ihr von dem Konzept? Ich weiß, die einen oder anderen werden wieder schreiben, ah, noch ein Ausbauer. Finde ich aber nicht. Ich finde wirklich auch die drei Camping, Elektro-Camping-Vermieter, die ich jetzt bis jetzt interviewt habe, mit denen ich gesprochen habe. Das war einmal Campaleon, das war Zero Campers und jetzt eben Leitstern. Und ich finde, jeder hat da sein Konzept und seine Eigenart. Campaleon hat sich eher auf den Innenausbau konzentriert. Zero Campers hat sich oder konzentriert sich sehr stark ans Vermieten und an ihr Abo-Modell und so weiter und dort den Leuten das näher zu bringen. Und der Achim versucht eben komplette Reisen, also das Mobil als Teil einer Reise, eines Urlaubs mit bereitzustellen und das Konzept ganzheitlich zu sehen. Und ich finde, da hat jeder seinen Schwerpunkt und genau so soll das sein. Nicht einer vermietet die Karre genau wie der andere. Nein, immer irgendwas drumrum mit hergeben. Und das finde ich spitze. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das seht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen. Abonniert auch den Kanal, um weiter mit mir zusammen an der Elektromobilität, gerade in Bezug auf Camping, dran zu bleiben. Und aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr von YouTube immer daran informiert, wenn ein neues Video von mir online steht. Ich werde euch natürlich auch weitere Videos da drüben verlinken und zwar nicht nur zum Thema Kfz-Elektromobilität, sondern auch zum Thema Fahrrad, Wohnwagen und Fahrradreisen. Auch das ist ein Teil der Reise. Ich versuche immer ganzheitlich Alternativen zu bieten. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis bald wieder hier auf diesem Kanal. Servus, la!